Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes, und zwar die Business Class von Audi, den Audi A6 50 TDI Quattro. Und was der für über 100.000 Euro, so wie er hier steht, kann, das schauen wir uns jetzt an. Ja, schauen wir uns den neuen A6 doch einmal genauer an, besonders die Front jetzt aktuell. Denn gerade die Front hat sich für meine Begriffe am meisten verändert. Man erkennt zwar immer noch, dass es ein Audi ist, und woran erkennt man einen Audi? Ganz klar am Single Frame, der hier bedeutend breiter nochmal gestaltet wurde. Wir haben dynamische Scheinwerfersignaturen hier, die wirklich schön ausgeformt sind, geben ein schönes Bild. Hier sogar die HD-Matrix-LED-Lichter. Das heißt, wir können den Gegenverkehr aussparen, die Leuchtkraft sehr hoch und auch sehr weites Licht. Das Einzige beim Aussparen des Gegenverkehrs, ja, kann man diese einzelnen Lichtelemente wirklich stark arbeiten sehen. Zum Beispiel Mercedes macht das bei der E-Klasse mit dem Multibeam deutlich homogener. Das ist fast ein fließender Übergang. Das könnte ein bisschen schöner sein. Nichtsdestotrotz Leuchtkraft und Intensität und Ausleuchtung einfach einwandfrei und auch immer zu empfehlen. Kommen wir aber zu unserem Design hier zurück. Design ist auch das richtige Stichwort, denn wir haben hier die Ausstattungslinie Design, welche tatsächlich erkennbar ist hier an den Lufteinlässen für diesen sogenannten Luftvorhang, der die Luftleitung an dem Rad vorbeiführt. Die anderen Ausstattungslinien haben hier jeweils eine etwas andere Ausführung, S-Line ist oder so, weil der komplette Stoßfänger vorne anders geformt ist. Die größte Aufmerksamkeit hier in dem Kühlergrill bekommt man, wenn man das komplette Assistenzpaket nimmt. In dem Fall hier haben wir diese Radarsensoren, die hier sehr präsent drinnen sind und für meine Begriffe die Optik auch komplett zerstören. Ist einfach wirklich unschön gelöst. Da müsste man irgendwo eine bessere Lösung finden. So wirkt es irgendwie so ein bisschen wie so ein Vorserienfahrzeug. Wir haben hier in einem der Ringe den Nachtsichtassistenten untergebracht, die Kamera. Hier ist die Kamera für die Einparkhilfe vorne und für den Split View. Zusätzlich die Einparkhilfesensoren sind hier unten angebracht. Also 7 mm länger, insgesamt 4,93 m sind es tatsächlich, über die sich der Audi A6 hier komplett erstreckt. Klassische Limousinenform, das heißt, wir haben eine kaum abfallende Dachlinie am Fond. Erst tatsächlich hinter den Köpfen der Fondpassagiere fällt das Heck deutlich ab zum Kofferraum. Klassisch, auch die Türausschnitte sehr groß. Natürlich für eine 5-Meter Limousine, wo gerne auch mal jemand hinten sitzt, weil es auch eventuell als Staatskarosse dient, ist es sehr förderlich. Auch der Radstand sehr groß. Wir haben die Überhänge vorne sehr kurz, hinten etwas größer aufgrund des Kofferraumvolumens. Wir haben hier 18 Zoll Räder verbaut.
auf dem Fahrzeug serienmäßig wären jetzt 19 Zoll Räder, optional sogar eigentlich 20 Zoll Räder. Wir haben hier allerdings schon die Winterreifen drauf. Schließlich handelt es sich hier um einen Mietwagen, den ich mir geholt habe. Nichtsdestotrotz, diese 18 Zoll Räder schauen optisch ganz gut aus, finde ich persönlich. Wir haben hier eine Dimension von 225/55 R18. Und das ist auch schon normalerweise ein Statement in Richtung Komfort. Denn so viel Gummi, wie wir haben hier vom Querschnitt, da kann normalerweise das Ganze arbeiten. Wir haben hier auch ein Air Suspension Fahrwerk, das heißt ein Luftfahrwerk verbaut, ein adaptives. Das heißt, da sollte auch durchaus einiges zu erwarten sein. Aber das, da kommen wir dann zum Fahren dazu. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze hinten ausschaut. Ja, dann schauen wir uns das Heck an. Und das Heck ist so ungefähr das Element, was für meine Begriffe am ähnlichsten ist zum großen Bruder Audi A8. Denn anhand dieser neuen Chromspange, die Audi hier komplett über die Breite gezogen hat und die sehr schmalen Lichter hier, kommt dann die Verwechslungsgefahr bis hier hinten ungefähr deutlich mit dem Audi A8 zum Tragen. Allerdings, spätestens wenn man sich den Bereich dann anschaut, wo die Lichter hier deutlicher auseinandergehen, während sie beim A8 etwas mehr zusammenführen und sich ein bisschen verschlanken, ist das für mich das offensichtlichste Designmerkmal, woran man die beiden mittlerweile unterscheidet. Sehr peinliches Feature für meine Begriffe und das ist bei Audi so ein bisschen stark im Kommen, sind diese sogenannten Fake-Auspuffrohrblenden, die wir hier haben. Also wir haben hier einen Plastikeinsatz und dann einfach einen Chromring darum. Persönlich finde ich es einfach nur peinlich. Wir haben hier tatsächlich fast 300 PS oder mehr als Benziner sogar. Dann sollte doch möglich sein, dass man hier zumindest den Auspuff irgendwo sieht. Sehr, sehr schade. Die Rückfahrkamera ist übrigens hier unten untergebracht, auch im Spritzwasserbereich. Nicht sonderlich gut gelöst, hätte man sicherlich auch schöner machen können. Dann haben wir hier die neue Typschriftbezeichnung 50 TDI, wie schon erwähnt. 3 Liter V6, 286 PS liefert er. Schöne Rückleuchtengrafik, die wir hier haben, auch mit einem interessanten Nachtlichtspiel, was das Ganze hier bietet, ist ganz hübsch anzusehen, aber leider auch nur bei Dunkelheit. Den Kofferraum, wenn wir ihn öffnen, der springt auf per Zugfeder. Wir haben 530 Liter Stauraumvolumen. Die Rücklehne lässt sich im Verhältnis jeweils ein Drittel zu ein Drittel, ein Drittel umlegen. Wir haben eine Durchreiche für die Skier ebenfalls vorhanden. Und ansonsten der doppelte Ladeboden, der hier drinnen ist. Da ist jede Menge Zeug untergebracht, unter anderem die Technik fürs Bang & Olufsen Soundsystem, das hier verbaut ist. Die Ladekante ist angenehm niedrig. Auch hier die Kante dann in den Kofferraum, ist ungefähr zwischen die Fingerlänge bei mir. Aber nichtsdestotrotz für mich mit das, ja, das Unschönste an der ganzen Geschichte hier ist die Verarbeitung. Und da hat Audi tatsächlich schon in der Endmontage geschlampt. Denn wir haben hier eine Blende, die tatsächlich fehlt, die hier eingebaut ist und unter anderem auch dafür sorgen soll, dass hier kein Wasser einläuft, da wir hier nur eine Gummilippe haben, die hier auch fehlt. Ja, bei über 100.000 Euro, so wie das Fahrzeug hier dasteht, sehr, sehr peinlich. Ja, dann nehmen wir jetzt einmal auf der Rückbank Platz im Audi A6. Der Zustieg ist gut. Die Tür schließt mit Servo-Schließfunktion und da hängt auch schon ein erster Problem, weil sich die Türen nicht einfach so öffnen lassen, sondern tatsächlich, sobald man dran zieht, hakt es einmal fest, als ob die Tür sich erst entriegeln muss und praktisch festklebt und dann gelöst werden muss. Finde ich nicht schön von Audi, sollte man auf alle Fälle besser lösen. Wir haben hier noch ein nettes Netz für den Sonnenschutz. Hinten haben wir ein elektrisches Heckrollo. Hier in der Mittelkonsole haben wir ein Ablagefach. Haben hier tatsächlich auch ein kleines Ablagefach in der Mittelkonsole. Na gut, nichts wie dem so sei. Ja, es sitzt sich hier doch einigermaßen passabel. Also ich hätte jetzt gesagt, es müsste bequemer sein. Ich habe den Sitz auf meine Größe eingestellt. Jetzt nicht auf meine Höhe, sondern etwas tiefer. Die Füße passen gerade so drunter. Kniefreiheit, naja, da passt meine Hand noch dahinter. Hier oben, ja, da habe ich genügend Spiel, aber die Kopfstütze könnte ein Stück weiter rauskommen. Ich bin schon ziemlich weit im Nackenbereich, fast im Hinterkopf, ja, noch im Hinterkopf. Also da müsste man, na, das wäre schön, wenn die sich noch ein bisschen weiter rausziehen lassen würde.
Leseleuchten, LED natürlich, ist klar. Wir haben eine 4-Zonen-Klimaautomatik hier hinten. Wir können die auch einschalten. Haben dann hier auch eine Gebläsefunktion, die wir dementsprechend einstellen können, wo wir das Ganze hinhaben möchten. Sitzheizung ist hier hinten auch verbaut. Temperatur rechts und links getrennt einstellbar. Jeder Platz links und rechts hat auch noch zusätzlich einen USB-Port. Ansonsten sitzt sich's wirklich hier sehr, sehr gut. Mir persönlich wichtiger ist natürlich, was vorne links passiert. Das schauen wir uns jetzt an. Dann schauen wir einmal nach vorne und jetzt kommt wieder das typische einmal ziehen. Tür klebt fest, förmlich. Einstieg groß genug. Wir sitzen optimal hinter einem optionalen Dreispeichen-Lenkrad, was jetzt nicht abgeflacht ist, wie man es sonst kennt. Das sollte der S-Line vorbehalten sein, vermutlich. Die Lenksäulenverstellung ist hier elektrisch und tatsächlich komplett ausreichend in Höhe und Tiefe verstellbar, sodass man auch tatsächlich optimal hier hinter dem Lenkrad sitzt. Elektrisch ist halt immer so eine Geschichte, ist zwar feiner justierbar, aber auch bedeutend langsamer, muss man mögen. Hier haben wir die elektrische Sitzverstellung hoch und runter. Das ist die Lordosenstütze und auch die Steuerung tatsächlich für die Sitzfunktionen, für engere Wangen bei den Individualkontursitzen. Individual-Multikontursitze, so rum heißen sie. Alles andere schauen wir uns jetzt an, wie sich es hier im Innenraum aufgestaltet wurde von Audi, denn da hat sich sehr, sehr viel getan. Ja, willkommen an Bord des Audi A6. Wie wir sehen, sehen wir nicht viel, außer tatsächlich viel blanker Fläche und ich würde sagen, damit fangen wir auch erst einmal an. Das Cockpit an sich, eine sehr hohe Linie, die wir hier haben, die unterbrochen wird dann hier durch die Lüftungsebene. Wir haben hier auch zusätzlich Plastikapplikationen, wo angeblich der Airbag drin sein soll. Zumindest steht Airbag drauf. Ist halt einfach Plastik. Schauen wir die Materialien an. Hartplastik, Hartkunststoff hier. Hier hinten ist es nicht, aber es ist, wie gesagt, belederter Hartkunststoff. Hartkunststoff, billiges Plastik. Fühlt sich zwar ein bisschen nach Alu an, aber ist es definitiv nicht. Dann haben wir hier den großen Multimedia-Bildschirm, 12,3 Zoll, groß. Dann darunter ebenfalls nochmal ein 12,3 Zoll Display und hier drinnen auch eines, das Audi Virtual Cockpit. Was wir auch sehen ist hier, das Ganze ist hier so eine schwarze Fläche, macht auf den ersten Eindruck einen hochwertigen, edlen, vor allem futuristischen Eindruck. In der Praxis sehen wir allerdings auch schon die nächsten Probleme. Das Display hier und das Display hier sowie diese Tasten hier unten werden sehr stark durch Fingerabdrücke und ich bin jetzt jemand, der kein Essen im Auto verzehrt und die Hände sehr oft wäscht normalerweise. Das heißt, bei mir ist sowas eigentlich sehr sauber und nach einem Tag sieht das Ganze schon ziemlich, naja, sehr speckig, ungepflegt und einfach unschön aus. Auch der Staub setzt sich hier ständig an diesen schwarzen Applikationen ab. An sich wirkt es erst einmal sehr clean, aber jetzt würde ich sagen, bevor wir den clean machen, gehen wir hier einfach mal die Zündung an. Lenkrad senkt sich ab, ist elektrisch verstellbar in seiner Lenksäule und schon fährt das ganze System hoch. Wie wir erkennen, erst einmal das Navi braucht eine gewisse Zeit, bis es hochfährt. Hier unten haben wir das Klimabedienteil, fangen wir mit dem an. Ich persönlich bin kein Freund davon, dass das Klimabedienteil so weit nach unten ist. Das ist für meine Begriffe, es stört einfach vom Blick, dass man da unten die Bedienung des Klimabedienteils hat. Hier ist die Sitzheizung untergebracht, hier die Sitzbelüftung, jeweils in 3 Stufen. Die ganzen Displays werden mit haptischem Feedback tatsächlich bedient. Hier fällt zum Beispiel auch auf, wenn ich tatsächlich die Temperatur regel, dass hier dieses Pop-up nach oben geht. Und wenn ich das hier auch noch mache, da habe ich 2 Pop-ups, die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wieder weggehen. Interessant ist auch, wenn man die Hand tatsächlich leicht drauflegt, den Finger, dann zeigt es zumindest schon eine gewisse Wirkung. Man erkennt, dass jetzt diese Taste wohl ausgewählt werden soll, bis dann tatsächlich der Druck auf das Display kommt. Ansonsten klar, hier Autobelüftung. Wer die Belüftung runterregeln will, kann sie diese hier tun.
individuell anpassen, können wir das Ganze hiermit. Es ist eine Spielerei für mich und ich persönlich finde, es gehört nicht in solch ein Auto hinein. Das große 12,3 Zoll Display MMI Plus hier oben, was verbaut ist. Gehen wir über den Homescreen, da haben wir einzelne Kacheln. Diese Kacheln sind tatsächlich, wenn man länger drauf bleibt oder den haptischen Feedback, können wir diese Kacheln dementsprechend auch verschieben und anpassen, wie uns das Ganze gefällt. An sich versteckt sich sehr vieles in verschiedenen Untermenüs. Wir können das Fahrwerk einstellen, hier Audi Drive Select mit den individuellen Parametern, die wir hier machen können. Das Ganze reagiert auch sehr, sehr schnell, der Monitor. Das funktioniert sehr gut, aber es sind doch einige Funktionen, die so ein bisschen versteckt sind hier. Die Massagefunktion, das ist dann hier einmal Wischen theoretisch, wobei man an dem Sitz, wie gesagt, die Taste hat, um direkt auf die Massagefunktion zu kommen, geht also auch. Ja, das Navigationssystem mit Sprachsteuerung, das können wir gleich mal kurz testen, würde ich einfach mal sagen. Fahre mich zum Flughafen München. Bitte warten Sie einen Moment, während ich nach Zielen für Sie suche. Bitte nennen Sie mir jetzt weitere Suchbegriffe oder wählen Sie eine Zeilennummer. 1. Ich habe die Zielführung gestartet. Gut, das funktioniert einigermaßen schnell, muss man zugeben. Hier oben können wir das Ganze dann abbrechen. Wir haben hier das Virtual Cockpit, wo wir auch tatsächlich durchschalten können. Hier haben wir die große Kartendarstellung. Wir können mit View können wir uns auch die Instrumententuben so gesehen hier grafisch vergrößern. Persönlich mag ich es ganz gerne, wenn ich hier tatsächlich die Kartendarstellung habe und ich hier meist im Radiobereich bleibe. Und das ist so mein Stil. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir auf Strecke und schauen uns an, wie sich der A6 fährt. Ja, wir sind jetzt unterwegs mit dem Audi A6 50 TDI Quattro. Die wesentlichen Punkte, die mir beim Fahren besonders aufgefallen sind, angefangen mit Motor und Getriebe. Der Motor hat jede Menge Kraft, geht wirklich gut voran, hat allerdings mit einem Anfahrloch unterhalb 2000 Umdrehungen zu kämpfen und kämpft auch mit der Automatik. Wir haben hier eine 8-Gang-Wandler-Automatik, die ebenfalls schwierig oder verzögert, besser gesagt, den Kraftschluss herstellt, sodass das Anfahren und Hinrollen an eine Kreuzung und dann weiter zu beschleunigen immer wieder erst einmal so 1 bis 2 Sekunden braucht, bis das Auto realisiert hat, hey, du, der Fahrer möchte tatsächlich vorankommen, und bis das tatsächlich dann umgesetzt wird, ist einfach viel zu viel Verzögerung und macht das Ganze sehr, sehr unharmonisch. Ansonsten benötigt der Motor wenig Kraftstoff. Er kommt mit rund 7 Litern locker aus, wenn man ihn tatsächlich auf der Autobahn ziemlich rannimmt. Na klar, dann steigt es weiter über 8 Liter. Aber nichtsdestotrotz für einen V6 mit neuester Abgasbehandlung nach Euro 6 D-Temp ist das alles wunderbar. Und wir bewegen hier schließlich auch 1,9 Tonnen. Ja, das Gewicht ist auch ein Thema, gerade beim Fahrwerk. Wir haben hier das adaptive Luftfahrwerk verbaut mit allen verfügbaren Fahrwerksregelsystemen. Das heißt, wir haben eine Allradlenkung verbaut. Wir haben zusätzlich das Sport-Quattro-Differential verbaut. Und das Resultat ist so, dass der Wagen wirklich äußerst dynamisch abgestimmt wurde. Das Fahrwerk sehr straff abgestimmt wurde. Somit haben wir tatsächlich in der Stadt einen relativ unschönen Komfort, denn Kanaldeckel sind immer spürbar, kleinere Unebenheiten in der Straße, im Stadtbereich, also tatsächlich im unteren Geschwindigkeitsbereich, sage ich jetzt mal unter 80 Stundenkilometern, ist das Fahrwerk sehr unkomfortabel. Wer dann den Wagen tatsächlich mehr an den Zügeln nimmt und ihm die Sporen gibt, der merkt tatsächlich, dass sich das Fahrzeug dann verändert. Das Fahrwerk wirkt dann deutlich weicher, aber geht kräftig ums Eck dank der Allradlenkung. Das heißt, wer den Wagen wirklich sportlich hernimmt, hat einen extrem handlichen Wagen hier bekommen, der dieser knapp 5 Meter Klasse in keiner Weise vom Fahrverhalten entspricht. Auch der Wendekreis dank der Allradlenkung extrem gering, was das Fahren in der Stadt sehr angenehm macht. Für die Klasse üblich sind natürlich Assistenzsysteme. Auch der Audi hat hier
alle verbaut, die derzeit gängig sind, plus mehrere zusätzliche on top. Die Assistenzsysteme arbeiten soweit gut. Ich bin jedoch überhaupt kein Freund von autonomen Fahrsystemen, die hier auch verbaut sind, sogar Level 3 fähig. Das heißt, das Fahrzeug kann dem Vordermann alleine folgen. Das Ganze ist sehr, sehr interessant, funktioniert soweit auch ganz gut. Allerdings passiert es immer wieder, dass man sich dann vielleicht doch ein bisschen auf das System zu sehr verlässt und auf einmal schwuppsdiwupps sieht man sich auf der Gegenfahrbahn wieder in einer langgezogenen Kurve, wie mir passiert. Und dann ist das Ganze schon nicht mehr so lustig und auch nicht mehr als sicher zu bezeichnen. Und in dem Fall bin ich überhaupt kein Befürworter dieser Technik aktuell. Und so wie es ausschaut, auch bei Audi ist man hier nicht frei von Fehlern. Ein weiterer neuer Punkt hier im Audi A6 ist natürlich das Bedienkonzept hier. Und wie schon erwähnt, ist es auch beim Fahren einfach zu umständlich. Man kann zwar viele Sachen, wie gesagt, hier personalisieren, verschieben an Kacheln. Das ist alles sehr, sehr schön, aber es bleibt in der Tat einfach viel zu komplex, zu viel zu verschachtelt von den Ebenen. Einzelne Menüpunkte zu suchen wird recht schwierig. Wie ich selber schon gesagt habe, zum Beispiel Außenspiegel anklappbar. Man muss über das Fahrzeugmenü, sucht sich hier tatsächlich für meine Begriffe mittlerweile einen Wolf für solche Sachen, was überhaupt nicht passend ist. Auch bei der Sprachsteuerung, die jetzt intelligent sein soll und auch Online-Suchen mit einbezieht, kann es tatsächlich sein, wenn man bestimmte Befehle einfach sucht, dass er schlussendlich einfach wo ganz anders hängen bleibt. Bei mir ist sogar passiert, dass ich eine Adresse ansteuern wollte, annavigieren wollte und er mich tatsächlich auf das andere Ende der Straße, die ich gesucht hatte, gelotst habe. Somit hat er die Hausnummer völlig falsch orientiert. Ja, das sind solche Geschichten, die einfach in so einem Fahrzeug schlicht und ergreifend nicht passieren dürfen. Nicht passieren dürfen halt auch Verarbeitungsmängel oder aber halt Produktionsmängel, wie jetzt hier schon im A6 gezeigt. Auch das gehört damit dazu. Und auch dieses Klimabedienteil hier unten, das ist zwar schön, wenn man die Hand da drauf hat, dann kann man das zwar soweit relativ gut steuern, aber der Blick muss stets tatsächlich von der Straße weggerichtet werden. Und genau das ist es, was man nicht haben möchte. Viele sagen, wer muss am Klimabedienteil rumspielen? Ich sage, ich mache es regelmäßig, da mir bestimmte Sachen hier nicht passen. Ich möchte immer wieder die Sitzlüftung vielleicht tatsächlich runterregulieren oder die Sitzheizung eins hochregulieren. Und das erfordert hier schon immer wieder einen Blick und es dauert tatsächlich relativ lange, bis man erst die Taste gefunden hat, dann bis diese Response tatsächlich durchgeführt würde. Und das ist für mich einfach schlicht eine Ablenkung und eine Überfrachtung des Fahrers, die völlig unnötig ist, zumal es auch viel zu tief positioniert ist. Der Monitor ist mittlerweile bei den meisten Fahrzeugen ja hier oben, das heißt völlig im Blickfeld und das Klimabedienteil dann ebenfalls noch. Hier hat man das sehr weit nach unten platziert und auch hier sind, wie gesagt, Assistenzsysteme mit untergelegt. Und das ist für meine Begriffe schlicht und ergreifend bescheiden gelöst. Ja, Ende der Dienstfahrt, Audi A6 50 TDI Quattro. Ist er der neue Stern am Dienstwagenhimmel oder ist er es nicht? Nein, ist er nicht. Dazu muss man jetzt ganz knallhart einfach mal so argumentieren. Die Bedienung ist schlicht und ergreifend einfach zu viel des Guten. Es sind nette Details dabei, aber insgesamt fehlt es einfach hier an letzten Detailschliff für meine Begriffe. Wir sollten hier ganz klar davon Abstand nehmen, immer mehr Digitalisierung in den Fahrzeugen zu haben und dass es für die Bedienung keine Probleme gibt. Es ist einfach mit diesen Displays in der Mittelkonsole schlicht und ergreifend zu viel des Guten. Es macht auch optisch keinen guten Eindruck, wenn das Ganze verschmiert ist die ganze Zeit. Fahrwerkstechnisch hat Audi hier zwar ein Luftfahrwerk, aber schafft es nicht, einen Komfort herbeizuzaubern, der mich umhaut. Im Gegenteil, es ist einfach zu straff und zu stößig. Naja, der Motor ist das geringste Problem, der Diesel, der ist wahrscheinlich sogar das Beste an dem gesamten Fahrzeug, ebenso wie die Massagefunktion. Naja, schade drum, wenn ihr sagt, es war nicht schade drum, das Video zu schauen, dann lasst mir gerne das Like da, auch gerne ein Abo und die Glocke, damit wir uns bald wiedersehen. Sagt ihr eher, ich bin der Audi-Hater, dafür ist natürlich dann der Daumen nach unten da.
Gerne tretet mit mir in Kontakt. Lasst mir eure Meinung da zu dem Thema, zu mir. Wir können dann gerne darüber diskutieren. Und ich sage Servus, der Ubi.